Hallo, hallo, Sperros ist auch mal wieder hier mit etwas mehr Assassin's Creed 3. Wir sind jetzt das letzte Mal gefailt, als wir dabei waren, das eine Schiff da zu kapern. Und das ist jetzt schon wieder eine Woche her, oder nein? Über eine Woche, und dann schaue ich mal, ob ich hier wieder reinkomme. Ja, ich würde ja gerne mal eine andere Ansicht haben. Na also, sehr schön. Church nutzt den Angriff als Deckung. Versenkt ihn, bevor er flüchtet. Schickt den Bastard auf den Meeresgrund. Kann ich das Schiff da nicht abschießen? Hä? Nein, das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst wichtig. Hä, wieso treffe ich denn nicht? Bereitwaffe! Feuer! Kann ich die Dinger nicht abschießen? Feuer! Na also. Bereit zum Feuern! Lass Church nicht entkommen! Wieso treffe ich denn nicht? Das gibt's doch nicht. Na also. Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Achtung! Achtung! Tja, daneben. Machen, verdammt! Vom Scheiße! Oh, wow, wow. Er ist so gut wie weg! Gut, noch eins von den Kleinen ist weg. Und das letzte Mal sind wir ja langsamer geworden. Und haben deshalb wahrscheinlich auch dann verloren, weil die uns getroffen haben immer. Na, also noch eins. Ach was, wir haben nur noch gar nichts gemacht. So, jetzt wechseln wir die Munition zu Kettengeschossen. Und... Na komm schon, dreh! 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 Mann, 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 wir drehen so langsam. Wir müssen jetzt wirklich auf halbes Segel gehen, bis wir gedreht haben. Verdammt, das war... Aber verdammt, die treffen uns viel zu gut. Wisst ihr, das ging alles komplett daneben. Und jetzt sind wir wieder desynchronisiert. Also das mit dem Drehen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Okay, nochmal. Jetzt muss das aber klappen. Eieiei. Die schießen grad. Waffen bereit machen! Sie werden das Feuer erwidern! Ja, noch haben sie noch nichts getroffen. So, wenn ich jetzt mal wieder was sehen könnte. So. Den Angriff als Deckung. Versenk ihn, bevor wieso treffe ich jetzt wieder nicht? Schick den Bastard auf den Meeresgrund! Wieso trifft denn der nicht? Wie viele Schüsse braucht denn das verdammte Schiff? Ja, das ist äußerst wichtig! Na also, oder muss ich an eine bestimmte Stelle zielen, damit das geht? Die Aquila hält nicht mehr viel aus. Verdammt, Kollisionskurs. Das sieht nicht gut aus. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Ja, mache ich auch nicht. So, was machen die bitte? Hängen wir jetzt hier auch wieder zusammen oder so? Nein, hier ist nichts mit Breitseite. Die schießen komplett daneben. Jetzt haben sie wieder Deckung. Verdammt, sie drehen. Aber zum Glück ging alles daneben.
Aber ich kann ja schon mal die Munition wechseln. Auf Kettengeschosse. Und... ja, und was ist jetzt damit? Oh, die machen Breitseite, aber die treffen nix. Verdammt. Das war daneben. Okay, das ist weg. Oh, das war die falsche Taste. Okay. Verdammt. Und wieder ging alles daneben. Breitseite von denen ist so gut. Kommt schon. Nee, wir schießen nicht weit genug. Wir müssen stärker einlenken. Aber das Schiff sieht halt nicht mehr sehr gut aus. Verdammt. Verdammt, das wird nix. Das wird nix. Obwohl, die Deckung hat uns geholfen. Ob das jetzt was wird vielleicht? Oh, alles daneben. Verdammt, verdammt, verdammt. Also im Schiff fahren, besonders mit diesen komischen Kugeln hier, bin ich nicht besonders gut. Hm. Das muss doch jetzt was werden. Ich versuche mal jetzt einen anderen Kurs zu nehmen. Indem ich... ja, schön, wenn ich jetzt auch mal meine Kamera bewegen könnte. Church nutzt den Angriff als Deckung. Versenkt ihn, bevor er flüchtet. Schickt den Bastard auf den Meeresgrund. Komm schon. Wieso hält das Ding so viel aus? Das Ding hält viel zu viel aus. Na endlich. So. Lass Church nicht entkommen. Ja, kommt schon. Auftauchen. Oh oh. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Das sieht nicht gut aus. Und jetzt müssen wir jetzt mal wieder Gas geben. Das Ding ist futsch. Komm schon. Das Ding ist auch weg. Runter. Okay, und die haben daneben geschossen. Halbes Segel. Halbes Segel. Und jetzt müssen wir drehen. Verdammt, und wir sind wieder in der Breitseite von dem Scheißschiff da. So. Jetzt muss das aber was werden. Für volle Segel. Ah, das wird nix, das wird nix, das wird... oh, das wird doch... das muss jetzt was werden. Wieder alles daneben. Verdammt, wir sind im falschen Wind. Zieh nach links, das verdammte Ding, das kann doch nicht sein. Na also. Okay, die haben alle da vorbeigeschossen. Wir müssen etwas weiter ziehen und...
Wieso treffen die denn alle nicht? Ach, an Bord des Kriegsschiffs gehen. Die Masten sind zerstört. Na endlich. Das war ja knapp genug. So, jetzt hier mit Gegenwind. Wir müssen uns von hinten nähern, nicht dass die uns noch abschießen. Oder ich weiß gar nicht, ob die uns überhaupt noch abschießen können. So. Jedenfalls haben wir jetzt endlich mal getroffen. Männer, bereit zum Ende! Was wird das jetzt? Ich beende es. Aha. Oh oh. Okay. Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Okay. Jetzt wird geentert. An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Aha. Was wird das jetzt? Schaut den Bug fest! Okay. Und entern wir das Schiff hier. So, darf ich jetzt auch kämpfen? Mindestlänge eine Attentatsserie. So, abgestochen und dich auch. Na komm. Zap. Und euch beide jetzt hier. Na komm, stech ihn ab, bevor er wieder aufsteht. 25 Gegner. Ah, das geht ja recht gut mit der versteckten Klinge. Zap. Das waren zwei auf einmal. Sehr schön. Zap. Und noch ein paar mehr. 16. Oh, da ist ja auch schon der Offizier. Verdammt. Und Offizier down. Das mit der versteckten Klinge hat nicht so ganz geklappt. Hä, und was war das mit der Attentatsserie? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich habe die doch alle umgelegt, einen nach dem anderen. Okay. Die Kabine. Es ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Das werde ich auch mal gerne wissen. Muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Okay. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Einen Traum. Okay. Der schlägt den armen Benjamin zusammen. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Naja, selber schuld. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Fahr zur Hölle. Fahr doch selber zur Hölle. So. Weg ist er. Benjamin Church. Ich frage nochmal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Wieso denn nicht? Nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen?
Nein. Ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben. Oh, wie praktisch. Wir haben. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du. Ihr könnt doch die eigenen Bandagen und die eigenen Kanonen machen. Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Freund sieht das anders. Und das nicht. Ja, ja. Jeder denkt, das, was er macht, ist richtig. Samanios Ginaa. Diahne de Gantu Zidogaske. Durchaus. Gott ist ein Segen für uns beide. Komm, willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Andenken in den ADB und im Herrenhaus freigeschaltet. Und wir haben 2X. Was waren das jetzt für 2X? Attentatsserie und noch irgendwas. Wobei ich das mit der Attentatsserie nicht ganz verstehe. Und wir haben wieder eine Sequenz beendet. Wie schön, wie schön. Mal wieder. Die war gar nicht so lang, die Sequenz. Und nun? Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Hm. Doch was? Das frage ich mich auch. Was gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee. Ja. Der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Über vieles. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ja. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ja. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinnesmann? Woher kommt das plötzlich? Hat sein Vater getroffen? Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihn traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Hm. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Mal wieder. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Okay. Gut, gut, dann wissen wir ja jetzt, was zu tun ist. Nach New York reiten. Und... das war's dann auch schon wieder für diese Episode. War mal wieder etwas länger. Aufgrund der Cutscene. Tut mir leid. Ja, euch gefällt's vielleicht. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's nach New York geht. Bis dahin. Ciao, ciao.